Dann habe ich natürlich auch bei den Spielsachen geguckt, denn das ist eigentlich das, was ich immer am interessantesten finde. Gegenüber gab es dann die Abteilung für die Wildvögel. Ich bin manchmal echt am Überlegen, ob ich so eine Riesenkorkröhre hole. Dann hatten sie hier tatsächlich im Geschäft auch Degus. Unter anderem habe ich hier dieses Riesenspielzeug entdeckt. Hey meine Vogelfamilie, ich bin Swanny und herzlich willkommen zu dem ersten Video im Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und gerutscht. Ich wünsche euch auf jeden Fall nochmal ein frohes Neues. Und ich starte heute mit einem Live-Haul, denn ich bin zusammen mit meinem Freund einmal zu Zoo & Co. und zum Fressnapf gefahren. Und ja, was ich da so alles entdeckt habe, werde ich euch in diesem Video zeigen. Falls ihr euch öfter solche Live-Hauls von mir wünscht, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen nach oben. Dann weiß ich Bescheid und kann euch auf jeden Fall öfter mal mitnehmen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video und vorab zeige ich euch natürlich nochmal meine Wellensittiche. Hier seht ihr tatsächlich alle Wellensittiche mal, die ich habe, auf einen Blick. Sonst sind sie immer komplett im Vogelzimmer zerstreut, aber diesmal sind sie alle zusammen. Amy hält sich, glaube ich, ein bisschen weiter im Hintergrund auf, einfach weil sie, wie gesagt, krank ist. Mittlerweile befindet sie sich nicht mehr bei den anderen im Käfig, sondern sie hat so einen extra kleinen Käfig, einfach damit sie ein bisschen mehr Ruhe hat. Wir sind als erstes zu Zoo & Co. gefahren. Ich war schon mal in einem Zoo & Co. Geschäft drin, allerdings in diesem noch nicht. Deswegen habe ich auch die Sachen und Produkte alle zum ersten Mal gesehen. Auf den ersten Blick habe ich sehr viele Produkte von der Marke Trixie gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr Produkte von der Marke habt, aber ich sehe die fast in jedem Laden. Ich habe davon eigentlich nur Spielzeuge und Natursitzstangen, die nehme ich immer ganz, ganz gerne mit. Ich habe jetzt aber hier hauptsächlich nur Sachen für den Käfig gesehen, die fast alle nur aus Kunststoff waren. Also diese Behälter für Wasser, diese Trinknäpfe und auch ganz normale Futternäpfe. Ich würde euch aber immer welche aus Edelstahl empfehlen. Weiter unten gab es dann auch so Medikamente, also so Mineralsachen in Tropfenform oder eben halt auch in Pulver, was man dann über das Futter gibt. Ich würde euch aber immer empfehlen, das vom Tierarzt euch geben zu lassen. Das ist meistens besser. Ich bestelle Vogelfutter ja meistens online, was ihr bestimmt auch schon wisst. Falls ich aber nichts auf Vorrat habe und nichts mehr vor Ort habe, dann hole ich meistens von GR Farm Vogelfutter. Da gibt es auch ganz tolle Sorten, also das kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich natürlich auch bei den Spielsachen geguckt, denn das ist eigentlich das, was ich immer am interessantesten finde. Und zwar habe ich als erstes so eine Sitzschaukel gefunden. Die habe ich in groß auch bei meinen Vögeln. Dann gab es hier noch so eine Art Brücke für 9,99 Euro. Die habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Da sind auch verschiedene Bambusstangen dran. Man kann das dann rechts und links einfach in den Käfig einhaken. Ich finde sowas immer relativ schwierig, weil ich nie weiß, wie die Abstände von meinem Käfig sind. Und meistens, wenn ich irgendwie sowas Brückenartiges kaufe, passt das irgendwie nie in meinen Käfig von den Abständen. Dann etwas, was ich auch immer empfehlen kann, egal in welcher Art und Form, ist Korkröhre oder allgemein Korkröhren. Hier gab es jetzt so eine Art Landeplatz. Man kann das ja super im Käfig oder auch außerhalb anbringen. Aber auch die ganz normalen großen Korkröhren finde ich für meine Vögel immer super. Also damit beschäftigen sie sich wirklich stundenlang. Hier habe ich dann ein wenig das Futter mal abgefilmt und auch diese ganzen Vitaminpräparate für die Wellensittiche. Ich würde euch allerdings empfehlen, da wirklich beim vogelkundigen Tierarzt nachzufragen, was euer Tier braucht. Und die haben meistens dort hochwertigere Produkte, was das Ganze angeht. Ich habe für meine Wellensittiche zum Beispiel auch so ein Vitaminpulver, was ich immer über das Futter mache. Das ist auch von einer ganz anderen Marke und das habe ich eben auch von meinem Tierarzt empfohlen bekommen und dort direkt gekauft. Hier an der Seite gab es dann auch Kolbenhirse, die gibt es eigentlich überall. Einmal die rote und auch die gelbe. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Sorten eure Vögel lieber mögen, also die rote oder die gelbe.
Gegenüber gab es dann die Abteilung für die Wildvögel. Falls ihr meinen letzten Vlog gesehen habt, dann wisst ihr bestimmt, dass ich auch die Wildvögel füttere draußen. Und zwar habe ich auch so einen Ring, wo ich dann immer die Meisenknödel reinmache. Und ich kaufe immer auch so große, sagt man Pöttiche, diese großen Kanister oder Dosen, die da stehen. Die hole ich immer. Da sind, ich glaube, 30 Meisenknödel drin oder manchmal auch mehr. Und die verfütter ich dann an die Draußenvögel. Deswegen das Thema Wildvögel und Draußenfütterung finde ich auch immer ganz interessant. Als nächstes habe ich dann hier von Trixie etwas Neues entdeckt. Also ich bin der Meinung, ich bin immer relativ gut auf dem Laufenden, was es so in den Geschäften gibt, weil ich einfach öfter unterwegs bin. Und von Trixie habe ich bisher noch nicht diesen Lehmstick gesehen. Den hatte ich ja vorher immer nur bei GR Farm oder JR Farm gesehen. Falls ihr wisst, wie man das ausspricht, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Das würde mir das Ganze ein bisschen vereinfachen. Das hatte ich allerdings noch nie gesehen von der Marke. Meine nehmen das leider nicht mit Lehm drin. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß auch nicht, ob ich das Ganze vielleicht nochmal ausprobieren sollte. Das fand ich allerdings ganz interessant mit dem Lehm. Könnt ihr mir mal schreiben, ob eure das annehmen oder ob sie da überhaupt rangehen. Wovon ich allerdings die Finger lassen würde, ist das Thema Futterstangen. Und zwar ist in den meisten Futterstangen immer Zucker drin, eben die ganz normalen Früchte und Obst. Die enthalten ja schon Fruchtzucker, aber in den meisten ist nochmal extra Zucker, sowas wie Honig oder Bäckerei-Nebenerzeugnisse. Weiter oben gibt es dann ganz viel von GR Farm. Da habe ich auch echt mega viel schon ausprobiert. Links zum Beispiel diesen Weidenhirseball. Den benutzen meine total gerne. Der kostet hier 4,69 Euro. Daneben gibt es diese Schlemmerzapfen. Die hatte ich jetzt auch schon öfter. Die halten bei mir zwar nicht lange, aber meine nehmen die echt total gerne an. Dann gibt es ja weiter rechts auch noch so eine Pickglocke. Die hatte ich auch schon öfter. Also das sind wirklich Dinge, die ich euch empfehlen kann. Meine Tiere oder meine Wellensittiche gehen da auf jeden Fall sehr, sehr gerne ran. Weiter oben gab es dann verschiedene Sorten, die man auch noch anbieten kann. Unter anderem waren das, glaube ich, Rispenhirse und unterschiedliche Hirsen, aber ich habe leider hier nicht ganz oben gefilmt, weil ich einfach nicht sehr groß bin und da nicht rangekommen bin. Aber dort könnt ihr auch verschiedene Sachen mal ausprobieren, statt immer das normale Körnerfutter. Weiter links waren dann die Natursitzstangen. Wie gesagt, davon habe ich auch sehr, sehr viele. Natürlich kann man auch Natursitzstangen aus der Natur holen. Mache ich allerdings nicht, weil ich mir da unsicher bin, was ich anbieten sollte und was nicht. Und nicht, dass da nachher schon irgendwelche Tiere dran waren. Deswegen hole ich die tatsächlich meistens aus dem Laden. Dann bin ich weitergegangen Richtung Nagelabteilung zu den Nagetieren und Kleintieren. Ich kann euch immer empfehlen, falls ihr Vögel habt, schaut immer bei den Nagetieren nochmal vorbei. Denn dort gibt es auch immer sehr, sehr viele Dinge, die man eben auch für die Vögel benutzen kann und denen geben kann. Unter anderem waren hier die ganzen verschiedenen Korkröhren und es gibt ja echt sehr, sehr viele und große. Ich bin manchmal echt am Überlegen, ob ich so eine riesen Korkröhre hole und die einfach oben auf dem Käfig mal platziere für meine Vögel. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ich das machen soll, also wirklich so eine XXL-Korkröhre holen soll. Die letzte haben sie nämlich im Moment schon ziemlich kaputt geschreddert, deswegen die sieht schon nicht wirklich mehr gut aus. Schreibt mir das gerne mal, dann können wir das mal ausprobieren. Weiter hinten in den Regalen gab es dann verschiedene Näpfe. Die finde ich auch immer total schön von den Farben. Die sind eigentlich natürlich für Hamster, aber ich benutze die tatsächlich auch sehr gerne für die Wellensittiche und biete da einfach verschiedene Sachen an, wie zum Beispiel Grit oder irgendwie bestimmte Kräuter oder auch Frischfutter kann man da natürlich auch anbieten, also Gemüse und sowas. Dann hatten sie hier tatsächlich im Geschäft auch Degus. Ich persönlich finde die mega, mega süß. Ich finde allgemein so Kleintiere wie Hamster und Mäuse total niedlich. Ich hatte früher auch schon Farbmäuse und ich hatte auch Hamster. Degus hatte ich noch nicht, aber ich finde die mega, mega süß. Thank you.
Hier habe ich dann einfach bei der Nagetierabteilung noch mal ein bisschen geschaut, was die so für Produkte haben. Und zwar habe ich da dieses Blütenherz gefunden und habe das auf jeden Fall auch einmal mitgenommen. Meine Vögel, die zerfetzen das einfach sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob sie es fressen, aber sie finden es irgendwie ziemlich interessant. Dann hatten sie hier auch noch verschiedene Fische. Ich schaue dort immer auch gerne vorbei. Ich habe zwar mit den Fischen nichts an sich zu tun, aber fand ich eigentlich immer ganz interessant, da mal durchzustöbern. Als nächstes sind wir dann beim Fressnapf angekommen und auch diesen Fressnapf kannte ich noch nicht. Also ich habe den auch zum ersten Mal dann gesehen. Ganz am Anfang gab es verschiedene Vogelkäfige, die sind meistens immer ganz oben. Und dann habe ich auch schon bei den Spielsachen vorbeigeschaut. Also wie gesagt, ich finde das Thema Spielzeug irgendwie mit am interessantesten. Dort gab es natürlich auch einiges. Unter anderem habe ich hier dieses Riesenspielzeug entdeckt, wo dieses Papier auch mit dran ist. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dieses bunte Raschelpapier. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Das Spielzeug hier links habe ich tatsächlich auch schon mal für meine Vögel gekauft und das hat tatsächlich auch nicht lange gehalten. Vielleicht ein paar Tage und dann war das komplett zerstört. Also das kann ich euch als Beschäftigung auch sehr empfehlen. Hier gab es dann ganz viel von der Marke Multifit. Ich weiß gar nicht, ob das die Eigenmarke vom Fressnapf ist, aber ich gehe mal davon aus. Dort habe ich tatsächlich noch nicht allzu viel ausprobiert. Also zu dem Futter und den anderen Produkten kann ich eigentlich so gut wie gar nichts sagen. Auch zur Kolbenhirse davon, wie die Qualität da irgendwie ist. Deswegen, da kann ich nichts zu sagen. Wiederkraft war natürlich auch wieder vertreten. Hier habe ich tatsächlich mal ein Produkt gefunden, was ich ausprobiert habe, und zwar von Multifit diesen Kiefernwald. Ich benutze das immer total gerne für die Wühlkiste. Daneben waren dann noch so Mehlwürmer. Meine nehmen das tatsächlich aber nicht an. Die Holzrolle zum Beispiel, die haben meine Vögel total geliebt und komplett leer gemacht. Also die kann ich euch zum Beispiel auch empfehlen. Und das war es dann auch schon mit meinem Live-Haul. Falls ihr so etwas öfter sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!